Angst zu haben gehört zur Natur des Menschen. Zu viel davon gleicht aber einer Krankheit und engt ein. Die Tänzerin reagiert somit auf die Collage der Alltagsgeräusche mit einer jeweils eindeutigen Bewegung. Das Wechselspiel von Spannung und Lösung muss erst wieder gelernt werden. Anreiz dazu erhält die Protagonistin von ihrem gesunden Selbst, dass er wie eine fremde Person erscheint. Auch die vier hinzukommenden Tänzer sind in einem voneinander unterschiedlichen alltäglichen Handlungsablauf gefangen, der sich aber zunehmend vereinheitlicht. Im Sprech- und Tanzstück Ke Woi sprechen sie die Angst direkt an und können nach und nach erkennen, dass sie sich selbst gefangen halten. Denn Angst verliert dann ihre Macht, wenn man ihr bewusst begegnet.